Okay, dann würde ich sagen, Kapitel 1 geht dem Ende entgegen. Das mit dem Spion ist auch schon vorbei und ansonsten hätten wir nichts mehr. Okay. Okay. Gott. Aber jetzt, was ist hier mit Jeffrey? Warum ist der nicht dabei? Warum kann ich ihn nicht mitnehmen? Ist er jetzt ganz sauer? Weil ich Dave getötet habe. Wow, ist hier noch Kiste. Schön. So. Eine Waffe. Da hinten. So. Was sind hier unten? Oh, so viel. Nice. Schön, schön. Cool. Hat sich gelohnt, hier hinzugehen. So. Oh, noch eine Kiste. Geil. Schön. Bettlerlumpen. Na toll. Hätte ich da eins nicht kaufen müssen. Ansonsten keine Quest hier auf dem Weg. Gut. So. Okay. Jeffrey, bist du da? Bist du hier? Jeffrey. So, Team zusammenstellen. Komm, ich will hier Team zusammenstellen. Komm mit. Mit. So. Okay, und du bist hier. Wie sieht's aus? Feindlich. Aber. Aber. Sollen wir noch berichten? Colonel Ian Mansur came by looking for you. Of course. Okay. Nichts Neues, okay. Weiß sie wohl noch nicht, dass Dave tot ist. Naja. So. Tja, gehen wir das auch erledigt. Und könntest du jetzt übersetzen währenddessen? Das wäre schön. So. Zachariah. Das ist echt schön. I found the mole. David Ward was running lines for the ASC. In these times, spies are everywhere. They used to be like rats, but now bear more resemblance to cockroaches. Should you see one, you can be certain 100 more reside in the walls, each placed there while their arms were twisted by the ASC. So, what happened with this Ward? He's dead. As hard as it must have been to dispense of one of your own, no, it was for the best. Tja. A man's secrets die with him. Das geht nicht anders. Okay, was jetzt? Geh zurück zu Captain Eliza Major, okay? Alles klar. Achtung, wenn du nur von nun an Fortschritte bei der Hauptaufgabe machst, sind einige Elemente der Nebenaufgabe nicht mehr verfügbar. Oh no. Aber wir haben eh schon so ziemlich alles gemacht. Genau deswegen mache ich lieber zuerst die Nebenaufgaben, bevor ich die Hauptaufgaben mache. Okay. Das hätten wir. Geh zu ihr zurück. Hier ist nichts Neues. Okay. Ansonsten ist alles gut. Und kommt jetzt ja wieder Victor. Ah, neue Stufe, stimmt. Magnetwelle frei, die Gegner in der Nähe zurückwirft. Zeugt Energie, dass im Boden wieder gewonnen werden kann, wenn der Gegner mit dem Lichtbogen betäubt wird. Okay. Hui, Elektrosturm. Mächtiger Angriff, der alle Gegner in einem großen Bereich mehrfach trifft. Erhöht den Widerstand gegen Unterbrechung während des Angriffs. Das ist ja cool. Elektrofaust. Machen wir das da mal. Okay, und hier. Schlossknacken 3. 21, okay, Experte, geil.
Okay. Na schön. Das hätten wir. Dann, Schild ausrüsten. Warum nicht? Oh. Ach, stimmt. Hatte das jetzt die ganze Zeit und du hast nicht ausgerüstet? Ja, ups. Ja, hoppala. Das ist geil. Dafür das darauf. Okay, das ist nicht schlecht und damit dreimal aufwerten. Okay, das ist cool. Nice. Passt auch zu uns. Das ist Nummer 7, alles klar. Ja, schön. Jetzt haben wir hier die magische Faust. Magische Elektrofaust. Schön, 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 schön. So, und hast du neue Mission? Ah, warte. Wenn wir schon hier sind. Schultern. Das da reduzieren. Okay. Wieso bin ich jetzt hier so schwarz? Stufe 2, schön. Warum nicht? Und was kann ich hier tun? Reduzierung von Elektroschaden. Oder noch mehr physisch? Ja, noch mehr physisch. So. Gut. Nice. Nicht schlecht. Okay, hier ist alles gut. Perfekt. Na dann. So, wir sind bereit für die nächste Mission. Schön ausgerüstet. Lieutenant, I was told Dave Ward has gone AWOL. Any idea where he is? Sorry, Cap. I haven't got the slightest clue. I see. This is bad. I have no choice but to declare him a deserter. I'm afraid there'll be gossip that you can't earn the respect of your men, and the Army's reputation will take another hit. I warned you to keep your head down, Lieutenant. Don't know what you did, but Colonel Victor was having you tailed during your missions, and now he's got a shitload to say about it, and none of it's good. I tried defending you, but the things he's saying? According to the Colonel, the level of violence you're bringing is making it difficult for the mutants to accomplish their repair work. I know it sounds absurd to reason with them instead, but we need them, and your tactics are slowing our progress. Was? Victor der Lüge bezichtigen. Brutalität eingestehen. Also was war jetzt die Anklage? Ja gut, wir haben ein paar Mutanten verprügelt, das stimmt. Okay. Das hat er also gesagt. Das hat der Victor gepetzt. Alles klar. Wir sind für ihn brutal. Na gut, das stimmt. Wir haben da ein paar verprügelt. I'm not there to be diplomatic, Captain. I'm there for a mission, which I accomplished, because the tough approach is all the mutants here. Maybe the fault's ours. Forgetting technomancers aren't magicians. You can't work miracles. And if force produces results, minor delays are better than the rebellion we were otherwise facing. Victor also states you voluntarily jeopardized the lives of the officials you were charged with protecting. Want to explain that? Yes. How do I explain something that's not... If I put those officials' lives in more danger, I'd have been risking my men's lives and mine as well. Why would I do that? And the claims that you've been hiding vital intel for the sole benefit of your fellow technomancers. Like an important research site on the Shadow Path of Aurora that didn't even register a line item in your reports? Liste überzeugen. Verantwortung für das Erschrecken der Ausgrabungsstätte übernehmen. Sie selbst verteidigen und Victor angreifen. Geil, können wir das tun. Scheiß auf diesen Typen. Captain, the only thing I've ever done is accomplish the missions you gave me. Nothing more, nothing less. Never concealed anything or had any other interest but abundance is at the forefront. This is unfair. Du musst mir glauben. Thought I knew Mann. Not so sure anymore.
don't like these stories one bit. And the list of accusations and the details is long. Like your report on the deserters. Less truth than lies. Almost more lies than ink. Never would have expected it from you, Lieutenant. Hey, was denn jetzt? You gonna blame the Colonel for the fact that Bulgakov never made it to the camp like your report claimed to? Wie jetzt? Hey. Ich hab's übergeben, willst du mich verarschen? Ich hab's übergeben, mehr kann er nicht tun. Wenn sie unterwegs befreit wird oder so, ist nicht mein Problem. Willst du mich verarschen? What do I say, Captain? I don't see a damn bit of evidence for anything he's claiming I did. I fulfilled my missions. That's it. What the hell is he after? What's his endgame? You want me to work for him and not you? What is it? And how the hell are you buying into it? What's your tone with me? That paranoia and conspiracy bullshit you're spouting will sink you. Colonel's a patriot to abundance, like me. You act suspicious, and you want to cast the shadow of doubt back to your superiors? Think that's gonna work, Lieutenant? Unfortunately, he's already called you in, and I can't stop it. All I can tell you is watch your mouth. Behave like the soldier you've been since you joined my company, and you'll come out just fine. I'll plead in your favor if it comes down to that. Let's just hope it doesn't. Get going. Colonel's waiting. Good luck. Okay, was auch immer. Na toll, was war das hier mit den Deserteuren? Da habe ich auch alles gemacht. Na gut, den Typen habe ich nicht getötet, aber den habe ich verhaften lassen. Alle anderen sind tot. Was ist daran jetzt falsch? Willst du mich verarschen? Okay. Ja, wir müssen den Viktorin verprügeln. Das müssen wir tun hier. Toll, jetzt hier ein bisschen Minus, ernsthaft. Na, immer noch freundlich hier. Toll, hätte ich vielleicht doch zu dem Vorig gehen sollen. Hätte ich wohl doch tun sollen. Hm. Gut, es war abzusehen, dass sie Feinde werden. Aber, naja. Zachariah, I was scared we were too late. For what? What's going on? There's no time to talk about it. You're in danger. Victor called you in, didn't he? Yeah, wants to talk to me about... No, he doesn't. It's a trap. It's just an excuse to get you there so they can arrest you. They will do whatever necessary to make you talk. I don't know what you technomancers are hiding, but he's ready to do anything to find out. He's got power, but he wouldn't... Zach, listen to the girl. You stay away from that man. The crook, the pig! Thanks, Scott. You need to listen to us, Zachariah. I know it's hard to hear, but if you stay here, you're gonna die. Where would I... take a rover and go. The town's filled with ASC looking for you now, but I know a road that'll help us avoid most of the troops. Let's go, Zach. We need to go with the girl. No time to waste before that madman gets his hands on you. Now! Überfluss feindlich, ernsthaft. Was ist mit meinen Brüdern? Bleiben die hier? Das ist eskaliert ja schnell. Tja, zum Glück haben wir ein bisschen Verbündete, schön. Ach so Mist, hätte ich wohl doch die Outlaws unterstützen sollen. Vielleicht hätten die uns jetzt hier geholfen, verdammt. Ach. Tja, all das, was wir getan haben, Deserteure töten und so weiter, hat nichts gebracht. Wir werden am Ende nur verarscht und weggeworfen. So sieht das aus in der scheiß Armee. Na gut, das war abzusehen, aber ich hatte gehofft, es würde doch nicht so kommen. Die kleine Vorstellung. Und was ist hier mit meinen Brüdern? Okay, ich habe gespeichert. So. Was soll denn das hier werden, hä? Tja. Können wir hier die anderen mitnehmen direkt? Die werden doch bestimmt auch verhaftet. Oder nicht? So. Tja, lass Gott in Ruhe, verdammt. Mensch, nimm die magische Faust hier. Oh, nee, schau ich so nett. So. Tja. Okay, vielleicht ist sie auch noch hier, weil wir sie geholfen haben. Ansonsten wäre sie vielleicht nicht hier. ASC-Beinschienen, okay. So. Gut, ich töte die jetzt mal nicht. Tja.
Verdächtig, verdächtig, okay, ernsthaft. Und trotzdem haben die mir geholfen. Ja, toll. Der andere ist nicht da. Wir können nicht rein. Das ist ja scheiße. Was haben wir denn hier jetzt? Tiefe Locht. Geht zum Roverhangar, okay. Das ist ja scheiße. So. Geht aus dem Weg hier. Oh ne. Na eben. Ich habe schon die Befehle befolgt und jetzt passiert das hier. So. Stellt ja auch noch falsche Behauptungen auf. Und kommt damit durch. Na warte. So. Ich habe gut, das Hederkopf, der ASC-Hein ist. So. Tja. Und die Armee glaubt ihm. So ein Schwachsinn. Okay, wir müssen abhauen. Na, was willst du denn? So, verpiss dich. Was soll denn der Scheiß? So, nimm das. So, scheiß Techno-Heini. So, nimm das. So. Durchhalten. So. Okay. Nein, Nisha, no. Du Penner. Na, warte. Ja, der scheiß Techno-Heini hat uns übel geschadet. Was ist das denn für ein Teleportangriff? Jetzt will sie verarschen. So, Schnauze jetzt. Brrr. Gut. So. Serum 2. Looten. Gut. Ich hoffe, den anderen geht es gut. Da sind ich auch verhaftet worden. Mach mir gerade größere Sorgen als die Flucht hier jetzt. Okay, müssen wir überhaupt hier durch? So. Schleichen wir uns hier ein bisschen durch. Okay, Jetzt müssen wir da drüben hin, okay. Knacken. Okay, warum nicht? Was ist denn hier? Okay. Kann ich hier? Geht nicht. Verdammt. Hier gibt's keinen Weg. Okay, dann gehen wir halt da drüben hin. Nehmen wir diesen Weg da. Diesen Weg hier. Oh shit. Vier Typen. So, Überraschung. Überraschung. Haha. So. Was nicht genug. Was? Warum nicht genug Energie? Was war denn da los? Nein, nein, der Versuch. So, nimm das. Tja, ja. Durchhalten. Na, warte. So. Schnauze hier. Tschüss. Tja. Ist auch total epische Musik. Epische Fluchtmusik. Wir müssen hier raus. Da. Ganz episch fliehen. Oh shit. Hat hier keine Kanone? Okay, gut. Schön. Ja, was soll denn der Scheiß? So, ja, da bin ich. Mensch. Wieso ist mein Schutzschild weg? Was soll denn der Scheiß? Halt's Maul hier. Du auch.
So, nimm das. Na, die Pistole ist echt nice. Richtig schön. Du hast Loot. Gib her. Okay, eine andere Pistole. Warum nicht? Gut. So, erster Teil geschafft. Gefährten Befehl erteilen. Das geht auch. Interessant. Here we go. All right. Guess I didn't think we'd get all the way up here. But we gotta keep moving fast. Let's get to the shed. Hurry. Mm-hmm. I don't mean to question you or your... Just I know Amelia and she won't be happy about this. Then we won't ask her opinion. How's that? Our lives are on the line here, not just Zack's now. And I'd rather piss her off than lose mine. Move. Hm. Na, geh nicht anders. Musst du dich jetzt bewegen, du Stück Dreck. So, na warte. So. Ja, was soll der Scheiß? Geh weg. So. Tja, ne, ne. So. Nimm das. Gut. Schön. Alle platt. So. Hm, boah, was hast du denn alles? Cool. Und wir sind fast voll. Shit. Muss er nachher verkaufen, sobald wir hier durch sind. Nicht angreifen, bitte. Okay, was ist denn hier da drüben? Haben es fast geschafft. So. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Nur noch die loswerden und dann ist gut. So, halt's Maul. Aus dem Weg hier. So, jetzt mach mal das da. Dankeschön. Wow, jetzt mach doch mal. Na, wieder viel zu spät. So, Schnauze, jetzt bin ich am Schießen hier. Hm. Gut. Wer schlägt denn hier noch so, wenn sie verarschen? Lass den Scheiß. So, nimm das. Tja. So. Verdammte Schweine. Hm. Aber wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde ich die alle ausbluten lassen. So. Muss es wohl echt tun, wenn ich hier alleine bin. Damit es dich auf die Gefährten abfärbt. Okay, wir sind da. For the last time, we're not here to damage the equipment. We're here to stop a terrorist. So get out of the way. Now! Damn it. They're already here. Who the fuck do you think you are? It's my warehouse, you prick. If there was a terrorist here, I'm pretty sure I'd have seen his ass lurking around. So you're gonna... Hey! Make yourself at home. Lieutenant, sorry to ruin the surprise. But your little mission ends here. Stop the trace! So, so, Jeffrey. Du Verräter. Das war ja klar. So. Okay, Blitz hilft nicht. Naja, ich hab dafür anderes. Hier. Ich hab das hier. Tja. Mhm. Oho. Beeindruckend. So, stirb jetzt. Jetzt bist du dran, komm her. So, scheiß Verräter. Ich hab's doch gesagt, irgendwann schießt er uns in den Rücken. Ich hab's vorausgesagt. Na, warte. So, das macht ja doch Schaden. Sie verarschen. Na, warte. Ist doch wieder nicht gestunt. Ey, scheiß drauf. Gestunt meine ich.
Na, sie nicht. You're driving. Get us out of Ophir. Fine. Everyone in the Rover. So, ein Pfand weniger. Huiuiui, das war ja was. Verrat, ja, das stimmt. You okay, Zach? And one day, I find out Victor used everything I did as an officer against me, and I end up chased by my own people. Mm-hmm. Then one of my own soldiers turns out to be ASC, and I get involved in the armed robbery of a rover owned by my childhood corporation. Yeah, I'm doing okay, Misha. Surely the young lady would not be taking us to an imaginary city. I mean, rovers are amazing machines, but certainly they cannot transport one beyond the bounds of reality and reason. I am not keen on leaving Abundance. Noctis is an amazing city, Scott. It's as real as Ophir, but more amazing than anything you've ever seen before. Oh, yes, yes, I'm sure. Full of fairies and balderdash. Sich bei Mail entschuldigen. Ja, wir haben sie jetzt dabei reingezogen. Tja. Listen, Amelia. I'm sorry things went down the way they did. We didn't have a choice, though. The ASC after us and not a lot of time. Thanks for taking us wherever it is we're going. Thanks for the thanks, but it doesn't change the fact I still want to see your asshole head on a stake at some point. Oh shit, was denn jetzt los? Shit, look what that stupid creature did to my baby! The engine's fucked! I'm gonna repair this. You didn't even leave me spare parts! You really... An ostrich. No doubt about it, it's a wild ostrich. Look, you see the spikes on its back? Unfortunately, the poor animal died, but I'm almost sure... Well, according to the sky, we don't have much time before sunrise. Fortunately, we're not very far away. We better get a move on. It's a pretty good idea, because, as I was about to tell you, these creatures are social. They rarely travel alone. We might find ourselves in the middle of a herd, and an angry ostrich can be very dangerous. Very good. Want to guide us, Nisha? And Amelia, leave that rover alone. As you said, you won't be able to fix it. And if you stay, you'll die. Isn't that what that bitch wanted? That I die? I hate you all. Stop it. We never wanted you to die. We need you. I know that you love that machine, but there's no time to cry over it. Come on. 5 Stunden, oh shit. Na toll. So ein scheiß Kreatur. Die Sonne geht auf, nicht gut. Erstmal leveln. Ach du Scheiße. Richtig eskaliert ist das alles. So, machen wir das da mal. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. So. Gut, Jeffrey war eh ein Arsch. So. Das ist besser, ihn nicht zu töten. Ich will ihn nicht mehr dabei haben in meiner Truppe, das ist eh scheiße. Okay, und wir müssen... Da drüben hin. Okay, wir haben 5 Stunden Zeit. Ach du Scheiße. Dann schnell noch hier ein bisschen umsehen und looten. Alles Nötige mitnehmen. Das hier sind die Strauß. Strauß-Kreaturen. Okay, interessant. Die Strauß-Typen. Das geht mal nicht. Anschleichen. Bereit machen und angreifen. Na los. So. Tja. Passt um. Okay. Greif ihn da seltsam an. Schön. Ja, den können wir ausbluten, oder? Ausbluten, schön. So, da habt ihr. Tja, muss ich ein bisschen töten. Noch mehr, um zu beruhigen. Und zwar so richtig. Okay, die sind echt seltsam. Das hier ist das Hauke. Okay, what the fuck. Komische Kreaturen. Ah, Lord. Hab's doch geahnt. Dass hier was rumliegt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ah, das sind die anderen. Da will ich nicht hin. Andererseits, ja doch. Nehmen wir alles mit hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bisschen Zeit haben wir.
So. Tja. Okay. Bibibibi. Dam. Einer ist weg. So, angreifen. So, lass es mal bleiben. Okay. Tja, macht da nicht so viel Schaden. Moment. Das macht schon mehr Schaden. Gut. So. Du hast auch das da, okay. Diesen Kampfstil, interessant. So. Elf Serum, ja, nice. Die geben richtig viel. Schön. So. Werde ich auch brauchen für den nächsten Start. Okay, ist kein Loot. Für den nächsten Händler. Nicht so viel Gewicht, um zu rennen. Ah, okay, das passiert. Kann da nicht rennen. Okay, so. Hm. Bett. Was bist du denn? So. Wo steht die? Kommt von unten. Passt auf. So. Gut. Na los, komm raus. Ach Mist. Du blöde Sau. Okay. Ausbluten, dankeschön. Müssen uns ein bisschen beeilen. Nur noch 3 Stunden. Nur noch 3 Stunden. Shit. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell. Das heißt, ich hätte noch etwa 3 Minuten. So schnell wie das geht. Okay. 3 Minuten. So. Shit, so viele Gegner. Und so viel Loot als Ablenkung. Nicht gut. Okay, muss ich kurz recyceln. Können wir das überhaupt? Ach ne, ich hab den Skill nicht, oder? Wo ist denn hier? Geht das nur hier? Hm. Ah, können wir doch tun. Nice. Schön. Muss recyceln, damit ich rennen kann. So, Bettlerzeug. Bettlerzeug. Das da kann weg. Er hat jetzt hier was anderes an. Du sollst das hier anziehen, okay. Ach so, es wird nur angezeigt. Gut. Einmal zurück. Einmal hier. Ich hoffe, währenddessen läuft die Zeit nicht ab. So. Okay. Jetzt aber schnell. Schön, wir haben keine Zeit mehr. Ist doch so ein weiter Weg. Wir müssen die umgehen. Wir müssen die umgehen. Wir haben keine Zeit. Das ist noch viel zu weit weg. Ach du Scheiße, es ist noch weit weg. So. Okay, dann schnell da drüben hin. So, was auch immer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir müssen die Viecher hier ignorieren. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Wie soll man das hier alles looten und erkunden und so? In dieser Zeit, das ist unmöglich. So, shit. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen. So. Jetzt können wir. Tja. Oho. Interessant. Moment. Nicht genug Flüssigkeit. Mist. Ba-ba-da-ba-ba. Moment. Au. So, wer das tun wollte. Nein, stopp. Den da. Hm. Hast du es mal?
So. Gut. Okay. Was das? Gut. Schnell hier ein bisschen looten. So. Jetzt hier noch ein bisschen schnell. Schnell. Und sind alle da. Wo ist Amelia? Schön, ich hoffe, die kommt hinterher. Nicht, dass sie jetzt tot ist. Na gut, da kommst du. Perfekt. Okay, jetzt aber schnell weg. Jetzt aber weg hier. Shit, so viele Gegner, ernsthaft. Wir haben keine Zeit. Ich weiß. Ah, shit, die müssen weg hier. Verdammt. Es wird knapp. Das wäre knapp. Berserker-Modus. Okay, jetzt aber schnell weg hier. Schnell. Puh. Das war knapp.